Punkt 3. Beratung der Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Iranische Protestbewegung entschlossen unterstützen, den Testfall einer frauenorientierten Außenpolitik zum Erfolg machen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Jetzt ist das natürlich sehr laut. Kriegen wir es hin, etwas leiser rauszugehen, sodass die Zuschauerinnen und Zuschauer auch eine Chance haben, zu verstehen, was hier unten gesprochen wird? Das wäre ganz wunderbar. Dann eröffne ich die Aussprache und es beginnt für Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Lamia Kadour. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, Entschuldigung, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an unsere Bundesaußenministerin. Alles Gute, liebe Annalena. Wir sehen hier ein Beispiel, es geht um den Antrag der CDU-CSU zu einer iranischen Protestbewegung entschlossen unterstützen, so lautet der Antrag. Und ich finde, wir sehen hier ein Beispiel für die Folgen ideologiegetriebener und unüberlegter Wortklauberei. Wie der Teufel das Weihwasser scheuen Sie den Begriff feministische Außenpolitik. Um ihn ja nicht gelten zu lassen, sprechen Sie lieber gekünstelt von frauenorientierter Außenpolitik. Leider führte sie das genau in eine völlig falsche Richtung. Das fängt schon mit dem Titel Ihres Antrages an. Im Text erklären Sie, es bedürfe einer konkreten Implementierung einer echten frauenorientierten Außenpolitik, welche die Verbesserung der Lage der Frauen konkret in den Blick nimmt. Nein, es geht im Iran um sehr, sehr viel mehr. Die Bundesregierung und insbesondere die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat das sehr genau verstanden. Die Proteste sind feministisch und werden eben nicht von Frauen für Frauen allein durchgeführt. Das belegen die vielen männlichen Demonstranten, die seit nunmehr 3 Monaten auf die Straße gehen und auf tragischste Weise ihr Leben riskieren. Denn neben der Gleichberechtigung von Frauen geht es um nichts weniger als den Protest gegen das Unrechtsregime der Mullahs mit ihrem Unrechtsapparat im Ganzen. Feministische Außenpolitik richtet sich nicht allein von Frauen auf Frauen, das sagte ich ja bereits. Es geht auch um einen emanzipatorischen und protektionistischen Gesamtansatz im Hinblick auf marginalisierte Gruppen. Feministische Außenpolitik mahnt zur Einhaltung von Menschenrechten, gerade und insbesondere bei Kindern, bei Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung, bei Verfolgung aufgrund von Herkunft, sexueller Orientierung, Hautfarbe oder Religion. Das haben sehr früh auch Männer im Iran erkannt und sich solidarisch und mutig an die Seite der Demonstrantinnen gestellt. Diesem Verständnis von feministischer Außenpolitik liegt ein großes Friedenspotenzial zugrunde, das für die internationale Diplomatie unablässig ist, meine Damen und Herren. Mit Bestürzung haben wir alle die barbarische Hinrichtung von Mohsen Shikari und Majid Reza Rahnavard durch den Strang aufgenommen. Die beiden jungen Männer hatten für einen Iran frei von Repression und Unterdrückung demonstriert und wurden dafür qualvoll gehängt. Was für uns hier unvorstellbar ist, ist dort seit Jahren Realität. Sehr geehrte Damen und Herren, statt Reformschritte zu gehen, halten die islamistischen Machthaber an ihrer brutalen Unterdrückungspolitik fest. Und ich hoffe inständig, dass die Rechnung der Mullahs nicht aufgeht. Die mutigen Iraner und Iraner gehen bis dato weiterhin auf die Straße, und dazu brauchen sie unser aller Unterstützung. Wir meinen es ernst mit der feministischen Außenpolitik gegenüber dem Iran. Vor allem das Auswärtige Amt war im Duo mit Frankreich der treibende Motor für die EU-Sanktionen gegenüber diesem islamistischen Regime. Im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf hat unsere Außenministerin erfolgreich eine Resolution erwirkt, die die Gewalt gegen Demonstrantinnen und Demonstranten im Iran verurteilt und diese durch unabhängige, ohne Expertinnen und Experten dokumentieren soll. Wir tun, was in unserer rechtlichen und politischen Macht steht. Sehr geehrte Damen und Herren, zum Abschluss möchte ich noch einmal den Blick weiten. Die mutigen Demonstrantinnen und Demonstranten im Iran sind Vorbild für Frauen und Mädchen in der gesamten Region. In Syrien, in Afghanistan gehen die Frauen auf die Straßen, das wird hier nur kaum zur Kenntnis genommen. Als Berichterstatterin für den Nahen und Mittleren Osten, für meine Fraktion, die selbst syrische Wurzeln hat, möchte ich Danke sagen für diesen großen Mut. Danke, dass Frauen und Männer in der Region
Danke, dass Frauen und Männer in der Region sich zusammen gegen das Unrecht auflehnen und Freiheit fordern. Und danke an unsere Außenministerin Annalena Baerbock, die diesen Kampf politisch mitführt. Es macht eben einen Unterschied, dass eine Frau als Chefdiplomatin den Ton angibt, erst recht für diese Region. In diesem Sinne, Frau, Leben, Freiheit, Jin Jiyan Azadi. Vielen Dank. So, nachdem ich eben die Regierungsbank gerügt habe und mir der Grund entfallen ist, warum es dort so ein Stückchen heiter zugehen konnte, möchte ich unserer Außenministerin Annalena Baerbock ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Alle guten Wünsche. Nächstes Mal übersehe ich dann das Lachen. So, nächster Redner ist jetzt aber für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Johann Wadefuhr. Sehr sich, liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, den herzlichen Glück- und Segenswünschen für unsere Außenministerin gerne anschließt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Lage im Iran ist dramatisch. Die Brutalität, mit der das iranische Regime gegen die breite Protestbewegung vorgeht, sucht seinesgleichen. Am 16. September, also vor fast drei Monaten, ist die junge Kurdin Mahsa Jina Amini durch brutales Vorgehen der Sittenpolizei zu Tode gekommen. Dies hat zu den größten landesweiten Protesten gegen das islamische Regime im Iran seit der sogenannten Islamischen Revolution im Jahre 1979 geführt. Proteste, die im ersten Moment von vielen mutigen Frauen getragen wurden, die gegen das repressive Regime aufbegehrten. Ein Regime, das seit Jahrzehnten systematisch Frauen unterdrückt und drangsaliert. Diesen Protesten haben sich sukzessive immer weitere Teile der Bevölkerung angeschlossen, Studenten, Händler, die Mittelschicht. Ihre Forderung ist klar, ein grundlegender Wechsel im Herrschafts- und Gesellschaftssystem im Iran. Anders als ihre Elterngeneration haben über 60% der iranischen Bevölkerung, die im Übrigen in etwa gleich stark ist wie die deutsche, die unter 30 sind, keine Beziehungen und keine Bindungen zur islamischen Reform. Sie wollen eine andere Staatsform. Dies versucht das islamistische Terrorregime, um Präsident Raisi und die Revolutionsgarden zu unterdrücken. Die Bilanz ist verheerend. Schon jetzt wurden mehr als 18.000 Menschen verhaftet. Mehr als 400 Menschen, unschuldige Frauen, Kinder, wurden getötet. Berichte aus Gefängnissen sprechen von schlimmsten Menschenrechtsverletzungen. Frauen werden vergewaltigt, Kinder werden gefoltert. Die ARD-Journalistin Nathalie Amiri hat der CDU-CSU-Fraktion geschildert, dass sie am Sonntag einen Beitrag senden wird, wo eine Minderjährige aus den Gefängnissen berichtet und von den Schreien anderer Mädchen erzählt, die nach ihrer Mutter rufen. Wir sind im Mittelalter angekommen. Es gibt öffentliche Hinrichtungen. Dieses Regime hat offensichtlich nichts mehr zu verlieren. Es wendet alle barbarischen Methoden an. Und deswegen sind wir alle aufgerufen, ist die freie Welt aufgerufen, diesen Menschen, diesen Frauen, diesen Kindern, der Bevölkerung des Iran insgesamt zur Seite zu stehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus Sicht der CDU-CSU-Fraktion reagiert die Bundesregierung darauf jedoch wie üblich zu spät und sie macht zu wenig. Sie sind entweder nicht bereit oder nicht in der Lage, das historische Momentum und die notwendige Rolle Deutschlands zu definieren und eine darauf aufbauende, konsistente Außenpolitik zu formulieren. Erst am 26. September, ganze 10 Tage nach der Ermordung Aminis, hat sich die Bundesaußenministerin per Twitter öffentlich zur Gewalt gegen Demonstranten geäußert. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das haben die Grünen uns ja gerade eben noch einmal vorgehalten, feministische Außenpolitik verdient nur dann die Anwendung dieser Begriffe hier,
wenn die Außenpolitik in ihren praktischen Taten den eigenen Ansprüchen auch gerecht wird. Und das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Dazu kommt der Bundeskanzler. Der Bundeskanzler hat bis zum 26. September gebraucht, bis er überhaupt etwas dazu gesagt hat. Gestern in der Regierungserklärung, vollkommen richtig, haben wir vom Bundeskanzler 20 Minuten über internationale Politik gehört und kein Satz zum Iran. Kein Wort, keine Silbe. Ist es Unfähigkeit? Ist es Unwille? Deswegen muss ich noch mal darauf hinweisen. Das Mindeste, was die Inhaftierten, die Gefolterten von uns erwarten können, ist doch, dass wir ihnen eine Stimme verleihen. Und deswegen wäre es die vornehmste Aufgabe des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland gewesen, hier an dieser Stelle etwas dazu zu sagen und eine klare Position für die Bundesrepublik Deutschland zu formulieren. Das ist nicht geschehen. Und deswegen kann ich Sie nur auffordern, dass Sie sich unseren Antrag noch einmal anschauen und auch die konkreten Forderungen sich anschauen, was dort drin steht. Es muss doch konkret darum gehen, das Regime in Teheran maximal unter Druck zu setzen, ihren Handlungs- und Bewegungsspielraum größtmöglich einzuschränken. Wie kann es sein, dass wir dieser Tage zur Kenntnis nehmen, dass Deutschland immer noch der größte Handelspartner des Iran in der EU ist? Glauben Sie eine Zwischenfrage? Nein, ich würde gerne fortfahren. In Ihrem Antrag sprechen Sie davon, das müsste mal geprüft werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in dieser Zeit muss mehr gemacht werden als zu prüfen. Sie müssen handeln. Die Bundesregierung muss endlich etwas praktisch tun. Warum ist es Kanada möglich, die iranischen Revolutionsgarden komplett zu sanktionieren? Warum gibt es in der Europäischen Union jetzt ein erstes kleines Sanktionspaketchen und keine vollständige Sanktionierung der Garden? Warum ist es immer noch möglich, dass die Kinder der Revolutionsgarden in Eliteschulen in Europa zur Schule gehen und sich hier frei bewegen und diese Schicht ein Leben in Saus und Braus führt? Hier muss mehr gemacht werden. Hier muss Deutschland in eine Führungsrolle gehen. Warum besteht das Islamische Zentrum in Hamburg immer noch als Drehscheibe der Spionage und der Auslandsrepression dieses Regimes? Bürgermeister Scholz, sein Nachfolger Tschentscher haben an der Stelle nichts unternommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie diese Außenstelle des Regimes hier schließt. Es muss endlich etwas geschehen. Der Iran, so wie er unter diesem Regime agiert, außenpolitisch und in der Region, steht gegen alles, was Deutschland wichtig ist, gegen Menschenrechte. Er stellt die Existenz Israels in Frage. Er verunsichert die gesamte Region, führt Militärschläge im Irak durch, destabilisiert den Libanon. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Regime steht gegen alles, was Deutschland wichtig ist. Und deswegen, deutsche Außenpolitik muss eine neue Iran-Politik sein und muss sich endlich diesem Regime widersetzen. Der Iran, diese große Kulturnation, ist größer, und dem müssen wir in unserer Außenpolitik endlich gerecht werden. Danke schön. Nächste Rednerin ist Derya Türk-Nachbauer für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Frau Ministerin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Iran, wer wird der oder wer wird die Nächste sein? Das ist die quälende Frage für Millionen Iranerinnen und Iraner, die sie in den Schlaf begleitet und morgens schweißgebadet aufschrecken lässt. Eine iranische Freundin erzählt mir, dass sie mit dem Handy in der Hand einschläft und der erste Blick am Morgen ihrem Telefon gilt, aus Sorge vor weiteren schlimmen Nachrichten. Nach der Hinrichtung der zwei jungen Demonstranten Mohsen Shekari und Majid Reza Rahnavard sind die quälenden Nächte noch viel, viel unerträglicher geworden.
Mohsen und Majid Reza waren beide gerade erst 23 Jahre alt. Mohsen wurde am Donnerstag in Teheran hingerichtet und Majid Reza am Montag in Mashhad. Sie hätten einen Krieg gegen Gott und gegen die islamische Ordnung geführt, sagt die Justiz. Ein Vorwurf, der aktuell mindestens 38 weiteren inhaftierten Demonstranten das Leben kosten wird, wenn sich dieses Terrorregime nicht aufhalten lässt. Wird es heute das Brüderpaar Farhad und Farzad Tazadeh treffen oder den 19-jährigen Mohammed Rogani? Wie viele junge Frauen wie Armita Abbasi werden noch in den Gefängnissen brutalst vergewaltigt werden, um dann spurlos zu verschwinden? Noch wie viele Mütter, wie viele Väter werden ihre Kinder zu Grabe tragen müssen und mit dem Leichnam die ungelebten Hoffnungen und Träume ihrer Kinder beerdigen? Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Was wir allerdings wissen, ist, dass dieser staatlich angeordnete Terror sofort aufhören muss. Heute sind es nur 90 Tage. In diesen 90 Tagen wurden mehr als 18.000 Menschen inhaftiert, Tausende vergewaltigt und gefoltert, über 460 getötet, darunter über 60 Kinder. Die demonstrierenden Menschen im Iran zeigen uns, das kostbarste Gut ist die Freiheit. Es will mit Loyalität und Mut verteidigt werden. Der Ruf nach Freiheit lässt sich nicht einsperren. Die Hoffnung auf Zukunft lässt sich nicht vergewaltigen. Die Träume der Jugend lassen sich nicht auspeitschen. Diese Erkenntnis schüchtert die Führung der Islamischen Republik Iran ein. Der Mut dieser protestierenden Frauen und der Jugend auf den Straßen versetzt Khamenei in Angst und Schrecken. Khamenei weiß ganz genau, dass er alles verlieren wird, wenn diese mutigen Menschen in Irans Straßen, Schulen und Universitäten nicht gestoppt werden. Die Protestbewegung ist zu einer Revolutionsbewegung geworden. Es gibt kein Zurück mehr. Das Ausmaß und die Dauer des zivilen Aufstands gegen die Mullahs und ihr Regime haben eine seit Jahrzehnten nicht gesehene Wucht erreicht. Das weiß die islamistische Führung. Und daher ist jedes Mittel recht. Diese willkürlich ausgesprochenen Todesurteile sollen Stärke demonstrieren, sollen die Menschen einschüchtern. Diese Exekutionen sind ein Signal der Schwäche und der Angst an die Herren Entscheidungsträger im Iran. Sie haben Angst vor ihren eigenen Bürgerinnen und Bürgern. Sie haben Angst vor Machtverlust. Sie sind zwar besser ausgerüstet, sie haben das Geld, sie haben die Strukturen, sie haben einen Überwachungsapparat, sie haben Partner, die zu ihnen passen. Aber sie haben keine Zukunft. Die Zukunft gehört der Freiheit. Wir Demokratinnen stehen dabei ganz fest an der Seite der unterdrückten Menschen. Das haben wir mit dem von der Koalition eingebrachten und beschlossenen Antrag vor wenigen Wochen ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht, ohne die Frauen im Iran zum Testfall erklären zu müssen. Ich wiederhole mich, weil ich das schon in der ersten Debatte zu diesem Antrag gesagt habe. Die Frauen im Iran sind weder ein Testball noch ein Spielball irgendwelcher Parteipolitik. Liebe Kollegen von der Union, das wissen Sie auch. Vielem, was Sie bereit fordern, ist bereits Beschlusslage. Und vieles andere ist in Arbeit. Auch ich möchte die Revolutionsgarden geschlossen auf dieser Terrorliste sehen. Ich möchte auch die Abgeordneten des iranischen Parlaments, die für diese unmenschlichen Hinrichtungen plädieren, auf genau dieser Terrorliste sehen. Ich möchte auch die Staatsanwälte und Richter, die für diese Exekution verantwortlich sind, auf genau dieser Terrorliste stehen. Es ist allerdings nicht so einfach, wie wir uns das wünschen. Das EU-Recht ist da ziemlich klar. Grundlage ist, die Council-Nummer sage ich Ihnen nicht, aber es ist dokumentiert. Erste Voraussetzung ist, dass eine nationale Strafverfolgungs- oder Ermittlungsbehörde in einem EU-Mitgliedstaat ein Verfahren eingeleitet hat oder eine Verurteilung erfolgt ist. Das ist bislang nicht der Fall. Aber das wissen Sie doch auch. Wir tun alles, was momentan rechtlich möglich ist. Und da hat sich zum Glück schon einiges getan. Auf Antrag Deutschlands hat sich der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen Ende November mit der Lage im Iran befasst. Und für diese unabhängige Untersuchung der anhaltenden Gewalt gegen Demonstrierende gestimmt. Der Iran ist gestern erst auf Betreiben der USA aus einem UN-Gremium für Frauenrechte ausgeschlossen worden. Das sind so wichtige Zeichen.
Bislang sind über 50 Einzelpersonen mit Bezug auf Revolutionsgarden gelistet, entweder im Rahmen des spezifischen Iran-Sanktionsregimes oder im Rahmen des Menschenrechtssanktionsregimes. Die Liste wäre lang. Es sind Banken sanktioniert, es sind Geldgeber sanktioniert, es ist das Cyberabwehrkommando sanktioniert. Die Listung weiterer Personen, das ist alles in Arbeit. Die Menschen im Iran brauchen die Geschlossenheit aller Demokratinnen im Bundestag. Das Leid dieser Menschen eignet sich überhaupt nicht dazu, parteipolitische Profilierungsaktionen hier zu starten. Die Menschen im Iran und auch die iranische Community bei uns hier in Deutschland brauchen unser aller Stimme, unseren Schutz und unsere Unterstützung und vor allem eine ehrliche und sachliche Erklärung des EU-Rechts. Mit Parteipolitik ist in dieser Situation wirklich niemandem geholfen. Mit einigen iranischen Freunden habe ich ausgemacht, dass wir spätestens an Nevros, am Brandenburger Tor, das Ende dieses Mullah-Regimes tanzend feiern. Ich hoffe, Sie sind dann auch dabei. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ist noch ein Mitglied im Hause, das seine Stimme noch nicht abgegeben hat? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann schließe ich jetzt die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis wird später bekannt gegeben. Wir fahren fort und das Wort erhält Eugen Schmidt für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Landsleute! Ein sehr großer Teil der iranischen Bevölkerung ist unzufrieden mit der politischen und gesellschaftlichen Ordnung im Land. Die mutigen Demonstrationen vieler Iraner gegen Kopftuchzwang und für Freiheit sind unbedingt anerkennenswert. Die AfD sagt: Bevormundung und Islamismus nein, Freiheit ja. Auch hier und vor allem in Deutschland. Denn bevor wir uns mit anderen Ländern befassen, sollten wir die Probleme im eigenen Land angehen. Es gibt ein massives Islamismusproblem in Deutschland, das ist offensichtlich. Aber die Bundesregierung verschließt hier vor die Augen. Das ist das eine. Das andere ist, über die innere Ordnung muss im jeweiligen Land selbst entschieden werden. Deutschland sollte hierfür auf Dialog setzen und seine Unterstützung anbieten. Die Bundesregierung muss mit der iranischen Führung ins Gespräch kommen, um Spannungen abzubauen. Deutschland sollte Krisen entschärfen und nicht anfeuern. Gewalt darf kein Mittel sein, egal von welcher Seite. Hunderte tote Demonstranten, aber auch rund 60 getötete Sicherheitskräfte. Das darf sich keinesfalls wiederholen. Wir können uns keinen weiteren Bürgerkrieg im Nahosten erlauben. Wir wollen Gespräche, sowohl mit Führung als auch Oppositionskräften. Falls vom iranischen Volk gewollt ist, könnte Deutschland als Vermittler eine wichtige Rolle übernehmen. Doch Außenministerin Baerbock hat das traditionell vertrauensvolle deutsch-iranische Verhältnis schwer beschädigt. Sie setzt sich stattdessen dafür ein, dass deutsche Waffen an Saudi-Arabien geliefert werden. Hierdurch wird der blutige Krieg weltweit, der im Jemen ist, weiter befeuert. Heuchelei und Selbstgefälligkeit, Markenzeichen grüner Außenpolitik. Und die Union, Sie, meine Damen und Herren von der Union, lehnen in Ihrem Antrag diplomatische Mittel, Verhandlungen, Gespräche ausdrücklich ab. Stattdessen wollen Sie Druck ausüben. Sie schreiben weiter in Ihrem Antrag: Die konkrete Verbesserung der Lage der Frauen im Iran muss Gradmesser für den Erfolg der deutschen und europäischen frauenorientierten Außenpolitik sein. Das bedeutet, der Erfolg deutscher Außenpolitik misst sich daran, inwiefern sie die innere Situation eines anderen Landes beeinflusst. Die Außenpolitik Baerbock ist Ihnen noch nicht grün genug? Das ist oberflächlich, arrogant, lächerlich und besorgniserregend. Wollen Sie die Grünen überholen? Die Politik der Union und der Regierungsfraktionen zielt auf Regimewechsel ab. Dabei hat diese Politik in den vergangenen 20 Jahren unzählige Menschenleben gekostet.
Ganze Länder wurden verwüstet. Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien. Migrationsströme wurden ausgelöst und Terror befeuert. Terror und Gewalt gelangten auch in unser Land. Doch diese Bundesregierung und auch die Union will Krisen nicht entschärfen. Im Gegenteil, sie haben eine Neigung zu gewaltsamen Lösungen. Sie haben nichts aus den letzten 20 Jahren misslungener westlicher Interventionspolitik gelernt. Hierzu kann AfD nur Nein sagen. Wir sind die Alternative für Freiheit gegen Gängelung, für Diplomatie und gegen Gewalt. Und vor allem und stets an erster Stelle für Deutschland, AfD, die Friedenspartei. Das Wort erhält Rainer Semmet für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vorgestern Abend haben sich wieder viele Menschen hier in Berlin versammelt, um ein Zeichen der Solidarität mit den Frauen und Männern im Iran zu setzen. Frau, Leben, Freiheit stand leuchtend in mehreren Sprachen am Brandenburger Tor. Wir stehen unter dem Eindruck der grausamen öffentlichen Hinrichtungen, der rohen Gewalt auf den Straßen, der Verschleppungen, mit denen das Mullah-Regime verzweifelt versucht, die Bevölkerung von ihrem Freiheitskampf abzuhalten. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden der Getöteten. Sie trauern um ihre Heldinnen und Helden. Für unsere Maßnahmen, die Freiheitsbewegung zu unterstützen und das Regime zu schwächen, heißt das jetzt erst recht. Wir begrüßen als Freie Demokraten ganz ausdrücklich die neuen Sanktionen, die der Außenministerrat Anfang der Woche in Brüssel beschlossen hat. Sie enthalten Einreiseverbote in die EU und Kontosperrungen. Mit den Sanktionen treffen wir auch Kommandeure, die die Befehle zu den grausamen Taten gegeben haben. So beispielsweise einen Kopf der iranischen Ordnungskräfte in der Provinz Sistan und Belutschistan. Er ist verantwortlich für mehrere Massaker, bei denen Protestierende erschossen wurden, unter anderem in Sahedan am 30. September und in Kasch am 4. November. Diese Listen werden fortgeschrieben und laufend ergänzt. Die Bundesregierung wird alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Täter zur Verantwortung zu ziehen und die Profiteure des Regimes mit den Sanktionen zu treffen. Unseren Kindern bringen wir bei, wer anderen Menschen absichtlich schadet, wird dafür bestraft. Und wir bringen ihnen auch bei, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Meine Damen und Herren, wir wollen auf internationaler Ebene Werten wie Verantwortung und Freiheit der persönlichen Lebensgestaltung Ausdruck verleihen und diejenigen unterstützen, die diese Rechte für sich einfordern. Und es gibt keinerlei Legitimation, jemandem diese Rechte zu verweigern. Ich freue mich, dass maßgeblich die deutsche Bundesregierung dafür verantwortlich ist, dass der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen auf seiner Sondersitzung vor 3 Wochen beschlossen hat, eine unabhängige Untersuchungskommission einzurichten. Diese Kommission wird Menschenrechtsverletzungen im Iran identifizieren, Beweismittel sammeln und alle staatlichen und überstaatlichen Instanzen in die Aufarbeitung einbinden. Ja, es ist politisch ein erster Erfolg, wenn Rechtsbrüche verurteilt und damit Druck auf die Verantwortlichen ausgeübt wird. Aber machen wir uns bitte nichts vor. Mehrheitsentscheidungen zugunsten von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten sind in internationalen Gremien alles andere als ein Selbstläufer. Dem UN-Menschenrechtsrat gehören 47 Mitgliedstaaten an. Die Abstimmung zur Einrichtung der Untersuchungskommission fiel mit 25 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen bei 16 Enthaltungen aus. Das bedeutet, 22 Mitglieder haben sich also entschieden, eine unabhängige Untersuchung nicht zu befürworten. Fast alles Länder, in denen mehr oder weniger abhängig von den großen Autokratien dieser Welt sind. Um weltweit Freiheit und Menschenrechte eintreten zu können, müssen wir den Systemwettbewerb ernst nehmen, in dem wir uns mit China und Russland längst befinden. Der Iran wurde gestern aus der Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen ausgeschlossen, die sich für genau diese Rechte einsetzt, die die Mullahs und ihre Handlanger so sehr fürchten.
Das ist das richtige Signal und ein wichtiger weiterer Baustein der Isolation der Staatsführung. Die internationale Staatengemeinschaft zeigt damit, dass sie Gewalt und Unterdrückung als Regierungsmethode nicht billigt und mit harten Konsequenzen versieht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, geben wir auch weiterhin der iranischen Freiheitsbewegung all die Aufmerksamkeit und Unterstützung, die sie verdient und benötigt. Dankeschön. Und die nächste Rednerin ist Janine Wissler für Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am 16. September wurde die iranische Kurdin Jina Mahsa Amini im Polizeigewahrsam getötet. Die Sittenpolizei hatte sie wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen. Sie starb 5 Tage vor ihrem 23. Geburtstag. Ihr Tod wurde zum Fanal und zum Ausgangspunkt einer landesweiten Protestbewegung im Iran. Seit 3 Monaten halten die Massenproteste und Streiks gegen die Unterdrückung durch das Mullah-Regime an. Eine Revolution, bei der Frauen Vorreiterinnen sind. Ihr Ruf nach einem Leben in Würde und Freiheit hat verschiedene Teile der iranischen Gesellschaft vereint. Mit einem 3-tägigen Generalstreik in der vergangenen Woche erreichte die Protestbewegung eine neue Dimension. Lkw-Fahrer, Beschäftigte in Fabriken, in der Ölindustrie streikten. Was im Iran gerade passiert, ist historisch. Unsere Solidarität gilt den Protestierenden. Wir unterstützen ihren Kampf für einen demokratischen und sozialen Iran. Und wir haben Hochachtung vor ihrem Mut und ihrer Entschlossenheit. Denn das Regime reagiert mit äußerster Brutalität. Fast 500 Demonstrierende sollen getötet worden sein und fast 18.000 festgenommen, darunter Kinder und Jugendliche. Die Gefangenen berichten von Folter und Vergewaltigung. Und besonders gefährlich ist die Situation für die Menschen in Kurdistan und Belutschistan, die seit Jahrzehnten drangsaliert und marginalisiert werden. Die Regierung versucht, die Menschen mit Todesurteilen und Hinrichtungen einzuschüchtern und zum Aufgeben zu bewegen. Mohsen Shikari und Majid Reza Rahnavard wurden in eiligen Scheinprozessen zum Tode verurteilt und hingerichtet. Beide waren 23 Jahre alt. Ihr Verbrechen? Teilnahme an Protesten. Vielen anderen Verhafteten droht ebenfalls die Todesstrafe. Es ist nicht das erste Mal, dass das Regime solche Methoden der Abschreckung einsetzt, um Widerstand zu unterdrücken. Allein im Sommer 1988 wurden tausende politische Gefangene in 3-minütigen Gerichtsverhandlungen zum Tode verurteilt und in Massengräbern wie Haravan bei Teheran verscharrt. Und der heutige Präsident Raisi war schon damals an den Morden beteiligt. Aber die Menschen lassen sich nicht einschüchtern. Sie protestieren weiter trotz alledem. Und einige Abgeordnete hier aus dem Deutschen Bundestag haben ja politische Patenschaften für zum Tode verurteilte Menschen übernommen, um Solidarität zu zeigen mit den Verurteilten. Wir haben ja gerade gehört, es gibt eine Fraktion, die auf Seiten der Mullahs steht. Das ist die AfD. Das haben Sie ja deutlich gemacht. Ist ja auch interessant zu hören. Meine Damen und Herren, der Bundeskanzler darf nicht weiter schweigen. Die Bundesregierung muss alle diplomatischen Mittel einsetzen, um den Druck auf das Regime zu erhöhen und weitere Hinrichtungen zu verhindern. Die humanitäre Visa- und Passvergabe muss erleichtert werden. Und natürlich muss es einen dauerhaften Abschiebestopp in den Iran geben. Nicht nur im Iran leben iranische Oppositionelle in Angst. Auch in Deutschland werden Exil-Iranerinnen vom Regime bespitzelt, eingeschüchtert und drangsaliert. Erinnern wir uns an das Mykonos-Attentat 1992, bei dem iranisch-kurdische Oppositionelle in Berlin durch das iranische Regime grausam ermordet wurden. Das Wirken des iranischen Geheimdienstes in Deutschland, das muss endlich entschieden bekämpft werden, meine Damen und Herren. Und die Bundesregierung muss Mittel bereitstellen, um Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren, damit Täter auch zur Verantwortung gezogen werden können. Meine Damen und Herren, die Protestierenden im Iran schreiben Geschichte. Eine Aktivistin sagt, nein, die Menschen wollen keine Reformen. Die eindeutige und zentrale Forderung ist der Sturz der Islamischen Republik. Es hat sich im Kern der Gesellschaft grundlegend für etwas verändert. Es ist ein Punkt erreicht, an dem es trotz der Repression kein Zurück mehr gibt. Und ich will den Protestierenden sagen, die Welt schaut auf euch. Die Welt schaut auf eure Revolution. Nach Pablo Neruda
Sie können alle Blumen abschneiden, aber Sie können den Frühling nicht verhindern. Nie wieder Rawan, Jin, Chian, Azadi, Frau, Leben, Freiheit. Nächster Redner ist Jürgen Trittin für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Iran ist im Nahen Osten etwas Besonderes, übrigens im Guten, und das liegt an den Menschen. Die Mehrheit der Iranerinnen und Iraner möchte eine strikte Trennung von Staat und Religion. Sie wollen nicht mehr in einem sogenannten Gottesstaat leben. Und diese klare Haltung beruht auf den Erfahrungen mit einer islamischen Republik, die sich selbst als Gottesstaat definiert. Doch was ist das für ein Gottesstaat, der seine Herrschaft auf den Strang stützt? Welchem Gott ist das gefällig? Was ist das für ein Staat, der seit Jahren Minderjährige ermordet, der Rapper mit dem Galgen droht? Heute stehen 23 Menschen vor der Vollstreckung der Todesstrafe. Unzählige Verhaftungen, Tote, Menschen, die für Frauen, Frieden, Freiheit auf die Straße gegangen sind. Sie werden nicht nur mit dem Tode bedroht, sondern die öffentlichen Hinrichtungen sollen sie einschüchtern. Und diesen Menschen gilt unsere uneingeschränkte Solidarität. Frauen, Frieden, Freiheit, das hat vor einigen Wochen einem Fraktionsvorsitzenden hier schenkelklopfendes Gelächter ausgelöst. Nun legt die CDU-CSU eine Antrag für eine frauenorientierte Außenpolitik vor. Und da sieht man eine Entwicklung. Und dann würde ich, lieber Kollege Wadepohl, auch in aller Freundlichkeit anmerken, dass Sie genau wissen, dass Sie an dieser Frage mit rhetorischen Fragen nicht weiterkommen. Sie wissen, dass es Voraussetzungen gibt, die für eine solche Listung beispielsweise notwendig sind oder auch für die Schließung eines iranischen Zentrums, was dieser Bundestag schon lange fordert. Aber Sie hätten auch hinzufügen können, dass Deutschland das einzige Land ist, in dem nach den Schüssen auf die Essener Synagoge nun mit den Ermittlungen des Generalbundesanwalts ein solches Verfahren eingeleitet wird, was die Voraussetzung wäre für die Listung der Revolutionsgarden als Terrororganisation. Und das ist das, woran diese Außenministerin sehr hart arbeitet. Und liebe Frau Wissler, ich teile viel von dem, was Sie gesagt haben. Aber wäre es dann nicht einfacher gewesen, am 28.09. im Menschenrechtsrat mit den anderen Fraktionen der Resolution zum Iran zuzustimmen, anstatt sich zu enthalten? Ich glaube, bevor man mit so einer Geschichte andere der Untätigkeit bezichtigt, sollte man mal zur Kenntnis nehmen, das, was im UN-Menschenrechtsrat durchgesetzt worden ist, und Sie haben ja recht, Herr Kollege, dass sich 16 enthalten haben. Aber wir müssen mal feststellen, dass sich Länder wie Usbekistan und Kasachstan enthalten haben, die verkehrlich total von Iran auch abhängig sind. Das ist schon ein Erfolg, dass sie nicht mit Nein gestimmt haben. Und dieser Erfolg geht zurück unter anderem auf die Reise der Bundesaußenministerin in diese Länder, wo sie aktiv an dieser Stelle genau für diese Politik geworben hat. Und wenn jemand wissen will, was feministische Außenpolitik ist, dann ist das ein Beispiel für feministische Außenpolitik, meine Damen und Herren. Und es war diese Ministerin, die das dritte Sanktionspaket vorangetrieben hat, die übrigens nicht nur die Terroraktionen gegen die eigene Bevölkerung sanktioniert, sondern auch die Unterstützung des Irans für den Drohnenkrieg Russlands in der Ukraine.
dass solche Schritte sind Ergebnisse einer feministischen Außenpolitik. Und es ist die Antwort auf ein Regime, das sich auf Gott beruft, aber eine satanische Politik betreibt. Nächster Redner ist Jürgen Hart für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir als CDU-CSU-Fraktion haben den Iran-Antrag heute hier in der Kernzeit auf die Tagesordnung gesetzt, aus zwei Gründen. Zum einen, weil wir im Iran in diesen Tagen und Wochen eine massive Verschärfung der Brutalität des Regimes gegen die Zivilbevölkerung sehen. In Schauprozessen werden junge Menschen abgeurteilt und hingerichtet. Das ist etwas, was uns zutiefst beunruhigt und schockiert. Und zum anderen beunruhigt und schockiert uns die nach wie vor aus unserer Sicht zu zögerliche Haltung der Bundesregierung und der Europäischen Union, wenn es um die Antwort auf diese Taten geht. Und deswegen ist es gut, dass wir heute hierüber diskutieren. Jetzt sind in der Europäischen Union wieder weitere zwei Dutzend alte graue Männer, die im Zweifel ihren Fuß sowieso nicht vor die Tür setzen in Teheran, auf die Sanktionsliste gesetzt worden. Wir fordern als CDU-CSU-Fraktion ein deutlich härteres Sanktionsregime gegen den Iran. Wir fordern, dass die Revolutionären Garden als Terrororganisation gelistet werden, was verschiedene Wirkungen hätte, nämlich zum Ersten die Wirkung hätte, dass junge Menschen im Iran, junge Männer im Iran wissen, in dem Fall, dass sie sich anwerben lassen für diesen Teil des Staatsapparats, sie einer Terrororganisation angehören und dann im Blick auf ihre Zukunft, was Reisefreiheit, was Studienmöglichkeiten, was Geschäfte angeht, extrem eingeschränkt sind. Und zum Zweiten, weil wir natürlich auch diejenigen damit treffen, die Geschäfte machen mit diesen Revolutionsgarden. Und man muss ja wissen, dass im Iran ein großer Teil der Wirtschaft Staatswirtschaft ist und dass ein wesentlicher Teil der Staatswirtschaft eben von diesen Garden kontrolliert wird. Jetzt hat uns die Bundesregierung, und Herr Trittin hat das hier übernommen, gerade gesagt, es gäbe nationale und europäische Rechtssachverhalte, die uns daran hindern, das zu tun. Die Frage, die ich dabei stelle, ist, wenn es nationale Gesetze gibt, die uns daran hindern, diese führende Terrororganisation der Welt, die ja nicht nur das Volk im Iran unterdrückt, sondern die auch Kampf gegen Israel führt, die in Jemen die Terrorgruppen unterstützt, die Hisbollah unterstützt, die im Syrien massiv wirkt. Wenn es nicht gelingt, aufgrund deutscher Gesetze so etwas auch als Terrororganisation einzuschätzen, dann möchte ich als Abgeordneter wissen, welche Gesetze müssen wir ändern, um das entsprechend tun zu können. Das Zweite, es gibt eine EU-Terrorliste. Also erstens sind wir nicht einig mit der Regierung, dass tatsächlich das europäische Recht es untersagt, diesen Schritt jetzt zu gehen. Und zum Zweiten stelle ich auch da die Frage, wenn das europäische Recht nicht in der Lage ist, so etwas zu tun, diese Listung als Terrororganisation in diesem Fall, dann müssen wir überprüfen, ob wir das europäische Recht weiterentwickeln müssen. Und da erwarte ich dann eine Initiative der deutschen Regierung. Ein zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist, und da kann ich nur an die Regierung appellieren, das sehr ernst zu nehmen. Wir erleben, dass der Iran als mutmaßlich gegenwärtig der einzige Unterstützer Russlands, was konkrete Rüstungsgüter angeht, massive Schäden anrichtet in der Ukraine. Ukrainische Kindergärten werden getroffen von Drohnen, die die Russen einsetzen, weil sie sie vom Iran bekommen haben. Die Frage ist, wie ist der Iran in der Lage, solche Drohnen zu bauen und zu exportieren? Da gibt es Presseberichte, dass möglicherweise Mikroelektronik aus Gütern, die nicht einmal als Dual-Use zu betrachten sind, zum Beispiel Waschmaschinen, möglicherweise Eingang in diese iranischen Drohnen finden und dass damit letztlich auf diesem Umweg der Iran in der Lage versetzt wird, diese Drohnen zur Verfügung zu stellen. Ich kann die Bundesregierung nur dringend auffordern, diesen Presseberichten aus der Financial Times zum Beispiel intensiv nachzugehen. Denn es wäre ein großer Schaden für Deutschland, für das deutsche Ansehen und natürlich für das ukrainische Volk, wenn tatsächlich Bauteile aus Deutschland am Ende sich in diesen Drohnen finden würden. Und wir werden das im Ausschuss entsprechend thematisieren. Der dritte Punkt, der mir wichtig ist zu sagen. Die Bundesregierung übt aus meiner Sicht zu große Zurückhaltung gegenüber dem Regime in Teheran. Vielleicht auch, weil sie hofft, doch noch beim Atomabkommen JCPOA zu einem Ergebnis zu kommen.
Um das hier klar zu sagen, ein solches Abkommen wollen wir auch. Die Frage, ob das ein realistischer Weg, eine Perspektive für die nächsten Monate ist, da mache ich ein großes Fragezeichen. Ich sehe zum Beispiel nicht die Mehrheit im amerikanischen Kongress, die die Wiederaufnahme eines solchen Abkommens befürwortet. Was ich bei dieser Regierung vermisse, ist nicht, dass man das Engagement fortsetzt, zu versuchen, es hinzukriegen, sondern dass wir keinen Plan B haben, was wir eigentlich machen mit der atomaren Bewaffnung des Iran, wenn es zu diesem Abkommen nicht kommt. Auch über diese Frage müssen wir hier in diesem Deutschen Bundestag, müssen wir im Auswärtigen Ausschuss intensiv diskutieren. Und ich hoffe, dass wir die Gemeinsamkeit der Demokraten in dieser Frage bewahren. Herzlichen Dank. Nächster Redner in dieser Debatte ist Kaveh Mansouri für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauende! Ich möchte Ihnen von Farzaneh und ihrem Ehemann Hamid erzählen, zwei politische Gefangene im Iran, für die ich die Patenschaft übernommen habe. Ein Ehepaar, bekannt für seinen Einsatz und seine Unterstützung in Krisengebieten bei der medizinischen Versorgung und Unterstützung von Kindern. Am 3. November sind sie nach der Trauerfeier für eine junge, durch das Regime ermordete Frau aus Sicht des Mullah-Regimes zur falschen Zeit am falschen Ort. In der Nacht wird das Ehepaar von Sicherheitskräften zu Hause überfallen, vor den Augen ihrer Kinder schwer misshandelt und verschleppt. Im Gefängnis werden sie gefoltert und erpresst, falsche Geständnisse abzulegen. Hamid erleidet innere Blutungen und Rippenfrakturen. Das Scheingerichtsverfahren gegen ihn und seine Frau wird ohne rechtlichen Beistand ihrer Wahl durchgeführt. Farzaneh wird eine Aussage verweigert. Hamid wird ohne Beweise und unter Missachtung rechtsstaatlicher Mindeststandards zu Tode verurteilt, seine Frau Farzaneh zu 25 Jahren Haft ohne Besuchsrecht. Das Ziel ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Anschein von Rechtsstaatlichkeit zu wahren und die Menschen zum Schweigen zu bringen. Aber sie können nicht die ganze Welt zum Schweigen bringen. Das hier ist ein Haus der freien Rede, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der freiheitlich-demokratischen Bewegung werfen die Mullahs Krieg gegen Gott vor. Doch die Menschen im Iran rebellieren nicht gegen Gott. Sie rebellieren gegen dieses Regime. Dieses Regime verwechselt sich selbst mit Gott. Und sie brechen die elementarsten Regeln menschlicher Zivilisation. Fritz Bauer bezeichnete Zivilisation als eine sehr dünne Decke, die schnell abblättert. Mit Schauprozessen, Mord an Kindern, Massenhinrichtung beweist das Regime, wie recht er hatte. Deswegen ist es auch international isoliert, und das ist auch gut so. Die Opfer der Revolution haben Gesichter. Sie haben Geschichten und Botschaften, und diese lassen sich in einer freien Welt nicht auslöschen. Viele in diesem Parlament haben Patenschaften für die über 18.000 politischen Gefangenen im Land übernommen. Lassen Sie die Welt hören, wer die Menschen sind, die von den Mullahs in Folterkammern gesteckt werden. Es ist wichtig, dass wir laut sind für Sie, denn die Menschen im Iran können uns hören, und sie sollen wissen, es ist ihre Revolution, aber im Kampf für Freiheit und Selbstbestimmung sind sie nicht allein. Wir stehen an ihrer Seite. Mehrere EU-Sanktionspakete sind bereits verabschiedet. Diese Woche ist ein weiteres hinzugekommen. Unser Parlament hat dem Regime vor Wochen jegliche Legitimation abgesprochen. Im UN-Menschenrechtsrat ist auch dank der Außenministerin eine Mehrheit gegen das iranische Regime zustande gekommen und will die Gewalt im Land unabhängig untersuchen. Auch die aus der UN-Kommission für Frauenrechte wurde das Land nun ausgeschlossen. Das zeigt, der internationale Druck hilft. Und wichtig ist, dass wir mit dem Druck nicht nachlassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit einer Regierung, die Mordanschläge in Deutschland auch schon hat durchführen lassen und offenbar weitere plante, werden wir nicht auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Die Spirale der Gewalt braucht eine unmissverständliche Antwort. Das ist maximaler Druck gegen dieses Regime.
Und auch deswegen ist es wichtig, dass eine Terrororganisation wie die Revolutionswächter auf eine Terrorliste kommen. Und auch deswegen ist wichtig, dass sämtliche Abgeordnete, die ihre Hand für die Massenhinrichtung gehoben werden, ebenfalls persönlich sanktioniert werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zugleich braucht es Unterstützung für die Zivilbevölkerung, die seit Jahren unter den internationalen Sanktionen am stärksten leidet. Keiner von uns weiß, wie lange der Kampf bis zur Befreiung des Irans dauern wird. Und weil das so ist, dürfen die Menschen im Land nicht auf sich selbst gestellt sein. Freie Kommunikation, Austausch mit Kulturschaffenden, Presse, Wissenschaft, Versorgung mit Hilfsgütern, das ist, wofür wir einen konkreten Beitrag leisten können und auch leisten müssen. Bei all dem wird auch entscheidend sein, dass dieses Parlament mit einer Stimme in den zentralen Punkten spricht. Im Iran fragt aktuell keiner, ob du Perser, Kurde, Afghane, Araber, Balutsche oder Aserbaidschaner bist. Da wird nur gefragt, bist du für einen freien Iran? Das ist eine Frage, die auch unser Parlament einen sollte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Tage der Mullahs sind gezählt. Für ihre Taten werden sie sich verantworten, aber das kann ein langer Weg werden. Menschen, denen der Tod droht, gehen auf die Straße, weil sie an den Sieg von Freiheit, Gerechtigkeit und Selbstbestimmung glauben. Und wenn sie das tun, dann sollten wir das auch, setzen wir auf den Erfolg der Revolution. Ich danke Ihnen. Nächster Redner ist Jürgen Braun für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen! Als das islamistische Regime im Iran in den letzten 5 Jahren Demonstrationen brutal unterdrückt und Internetsperren verhängt hat, als es den jungen Sportler Nawid Afkari verhaftet und schließlich hingerichtet hat, da kam kein solcher Antrag von CDU und CSU. Im Gegenteil, als die Union regierte, half sie dem islamistischen Iran. Sie stimmte lauthals in das grün-linke Geschrei gegen Donald Trump und seinen Ausstieg aus dem Atomabkommen ein. Dieses sogenannte Abkommen ist dabei nur eine politische Absichtserklärung, gegen die der Iran zudem mehrfach verstoßen hat. Es ist eine klassische Gutmenschenausgeburt der naiven, ahnungslosen Obama-Regierung. Die iranische Atombombe hätte diese Absichtserklärung niemals verhindern können, im besten Fall verzögern, und auch das nur im allerbesten Fall. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen nannte das fragliche Abkommen dennoch ein außenpolitisches Glanzstück. Heute spricht er nicht mehr davon. Den Ausstieg der USA unter Trump geißelte er als Selbstisolierung. Und noch vor 2 Jahren, während der Sportler Nawid Afkari in Haft gefoltert wurde, bekräftigte Röttgen, es brauche den Anlauf für ein neues Abkommen, neue Gespräche mit den Mullahs. Nachdem das iranische Scheinparlament vor 5 Wochen beschlossen hat, dass allein die Teilnahme an den Protesten als Krieg gegen Allah eingestuft wird, ist der Weg frei für massenhafte Exekutionen. Und die ersten Todesurteile sind bereits vollstreckt. Vor einer Woche haben die Mullahs einen 23-Jährigen gehängt. Am Montag folgte der nächste junge Mann. Nur Tage zuvor waren Todesurteile gegen 28 Demonstranten ergangen. Doch die mutigen Proteste gegen das islamistische Gewaltregime gehen trotz aller Drohungen weiter seit 3 Monaten. Ebenfalls seit 3 Monaten klagt Außenministerin Baerbock hier im Hohen Hause und vor jeder sich bietenden Kamera. Mal klagt sie, wie schlecht es den Menschen im Iran gehe, mal klagt sie, wie schlecht es ihr selbst gehe angesichts ihrer schweren Arbeit. Aber aus den Gesprächen zum Atomabkommen ist sie noch immer nicht ausgestiegen und die Islamische Revolutionsgarde hat sie noch immer nicht als Terrororganisation eingestuft. Die AfD ist die einzige Fraktion im Deutschen Bundestag, die sich konsequent gegen den politischen Islam stellt und die sich schon seit Jahren, seit vielen Jahren, für die Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg einsetzt.
Sie haben das versäumt. Sie alle hier. Mit uns gibt es keine Halbheiten wie bei der Ampel. Und mit uns gibt es auch keine plötzlichen unglaubwürdigen Kehrtwenden wie bei der Union. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Renata Alt für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der iranische Innenminister Ahmad Wahidi hat die Demonstrantinnen und Demonstranten in Iran kürzlich als Krawallmacher bezeichnet. Er will die Ursachen der Proteste untersuchen lassen, ohne die Protestierenden jedoch zu beteiligen. Das zeigt, dass die Mullahs den Kontakt zu der eigenen Bevölkerung völlig verloren haben. Das Mullah-Regime ist reformunwillig, es ist reformunfähig, es ist gewalttätig und menschenverachtend. Deswegen wollen die Iranerinnen und Iraner das Mullah-Regime beseitigen. Die iranischen Frauen und Männer demonstrieren seit 3 Monaten für die Freiheit, für die Demokratie und für Menschenrechte. Dabei müssen wir sie so weit wie möglich unterstützen. Hunderte von Demonstranten wurden bereits getötet, darunter viele Jugendliche und Kinder. Mehr als 18.000 Demonstranten wurden verhaftet. Diese Woche wurden die ersten Gefangenen gehängt, ohne ein faires Gerichtsverfahren. Viele Abgeordnete hier im Hause übernehmen derzeit politische Patenschaften für Inhaftierte im Iran. Nicht nur hier, aber auch in vielen Landtagen in Deutschland. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir fordern die Freilassung aller politischen Gefangenen im Iran. Die EU hat am Montag weitere Sanktionen verhängt gegen 20 führende Vertreter des Regimes und gegen den iranischen Sender IRIB. Das ist gut, reicht aber nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, den Druck auf das iranische Regime zu erhöhen, ist richtig. Aber in Ihrem Antrag fordern Sie überwiegend das, was wir als Koalition bereits im November in unserem Antrag vorgelegt haben und was gerade Beschlusslage ist. Dem hätten Sie hier gerne zustimmen können. Eine Ihrer Forderungen ist, die Revolutionsgarde als terroristische Organisation einzustufen. Ja, das fordern wir Freie Demokraten auch, aber bereits im April 2021 haben die USA die gesamte iranische Revolutionsgarde als terroristische Organisation eingestuft. Einer der Gründe war, dass 10 Agenten der Revolutionsgarde an der Planung eines Terroranschlags in Deutschland beteiligt waren. Im Januar 2018 wurden sie vom Bundeskriminalamt enttarnt. Ich frage mich, warum die damalige unionsgeführte Bundesregierung daraus nicht sofort dieselben Konsequenzen gezogen hat wie die Amerikaner. Warum haben Sie damals nicht gehandelt? Heute kommt Ihre Forderung ziemlich verspätet. Ihr Antrag ist zwar gut gemeint, beinhaltet aber wenig Neues. In diesem Sinne unterstützen wir Freie Demokraten die Arbeit der Bundesregierung. Deutschland muss jedoch schneller handeln, damit nicht noch mehr Gefangene hingerichtet werden. Ein politischer Wandel und die lang ersehnte Freiheit für alle im Iran müssen endlich Wirklichkeit werden. Nächster Redner ist Max Lux für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion. Seit über 90 Tagen heißt es ja im Iran Jinjian Azadi, San Zendegi Azadi. Zunächst stand dieser Satz für Gerechtigkeit für Mahsa Jina Amini,
Und dafür steht er auch noch nach wie vor. Aber inzwischen haben wir doch alle erkannt, und wir müssen es aussprechen, dieser Satz steht auch für etwas Weiteres. Er steht für den Sturz des iranischen Regimes. Jin Jian Azadi steht für eine Revolution im Iran. Die Bewegung im Iran, sie hat eine Stärke historischen Ausmaßes angenommen. Diese Stärke hat auch das brutale Regime erkannt und es hat sehr hart zurückgeschlagen. 90 Tage des Protestes für die Freiheit bedeuten auch 90 Tage der Folter, der Verschleppung, der Splittergeschosse, bedeuten Zehntausende Inhaftierte, mindestens 400 Tote, darunter auch Kinder, bedeuten Berichte über Vergewaltigungen in Gefängnissen, Todesurteile von Menschen, deren Geschichten wir kennen, aber auch eben Todesurteile von Menschen, deren Geschichten wir nicht kennen. Und eines trifft mich besonders hart. Viele der jungen Menschen, denen eine Hinrichtung droht, sie sind in meinem Alter. Und ich möchte diesen jungen Menschen sagen, ihr habt genauso sehr ein Recht auf Freiheit, wie ich es habe. Denn Freiheit ist nicht westlich, Freiheit ist nicht östlich, sondern Freiheit ist universell. Und darum haben wir die Pflicht, an der Seite der Freiheitsbewegung im Iran zu stehen. Und wir dürfen nicht ruhen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bis nicht der letzte politische Gefangene von Evin frei ist. Meine Damen und Herren, dieses Parlament hier hat sich als erstes Parlament Europas zu den Protesten im Iran verhalten mit der gemeinsamen Erklärung im Ausschuss für Menschenrechte am 28.09. Es ist Deutschlands Außenministerin, die Sanktionen der EU durchsetzt, die gegen massive Widerstände eine eindeutige Resolution im UN-Menschenrechtsrat erreicht hat. Und dass wir aktiv sind und dass wir laut bleiben, das fordert auch eine laute Zivilgesellschaft in unserem Land. Und ich finde, wir können dieser Zivilgesellschaft dafür dankbar sein, denn sie zeigt, Deutschland ist ein Menschenrechtsland. Und weil wir ein Menschenrechtsland sind, werden wir nicht wegschauen. Die Außenministerin ist weiter engagiert. Die Koalition wird alle möglichen Maßnahmen gegen dieses Regime ergreifen. Aber weil wir ein Menschenrechtsland sind, wird das auch auf rechtsstaatlichen und geordneten Wegen erfolgen. Lassen Sie uns parteipolitische Spiele an die Seite legen und lassen Sie uns gemeinsam alles dafür tun, dass wir an der Seite der mutigen Freiheitsbewegung im Iran stehen. Und lassen Sie uns an das Mullah-Regime ein klares Signal aus diesem Parlament senden. Die Tage dieses Regimes im Iran, sie sind gezählt. Danke schön, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die nächste Rednerin ist Dorothee Beer für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurde heute schon mehrfach hier am Rednerpult, aber auch draußen in unserem Land, aber selbstverständlich auch im Iran, der Ruf vernommen, Jin Jian Azadi, Frau, Leben, Freiheit, ein Slogan, der für eine Revolution steht, der seit Wochen, der seit Monaten um die Welt geht. Und dass er ausgerechnet vom Iran ausgeht, grenzt an ein Wunder, da das Regime bisher alle Proteste im Keim erstickt hat, mit aller Härte zurückschlägt. Wir haben es heute auch schon von unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen gehört, dass der Iran in all unseren Werten im Moment dem entgegensteht, wie Frauen dort vom Regime systematisch unterdrückt werden, wo Frauenfeindlichkeit per Gesetz gelebt wird, wo die Frau nur halb so viel wert ist wie der Mann. Und doch sind es gerade die iranischen Frauen und natürlich auch iranische Männer, aber gerade auch von den Frauen ausgehend, eine ganz große Revolution unterwegs, wo Leben riskiert werden, wo Mut zur Veränderung groß ist, weil eben die Wut, die Verzweiflung, der in über 40 Jahren aufgestaute Zorn sich in massiven Protest verwandelt hat. Und wir haben uns in den letzten Wochen, gerade auch als CDU-CSU-Bundestagsfraktion, in jeder Woche mit iranischen Frauen getroffen, mit Aktivistinnen, mit Journalistinnen, mit
Hausfrauen, mit allen Frauen, die hier in unserem Land leben, nicht nur auf Demonstrationen, in Vier-Augen-Gesprächen, in Sechs-Augen-Gesprächen und haben uns noch mal wirklich in letzter Zeit beinahe täglich von den Gräueltaten erzählen lassen, die an der Zivilbevölkerung verübt werden, wo Inhaftierte ohne Anwalt oder der Möglichkeit, vermeintliche Beweise oder die erhobene Anklage einzusehen, eben zum Tode verurteilt werden und dieses Urteil auch unmittelbar vollstreckt wird. Und trotzdem lassen sich die Protestierenden nicht abschrecken. In allen ethnischen Gruppierungen, in allen Schichten, in allen Landesteilen, geschlechterübergreifend, generationenübergreifend. Und besonders daran ist auch, dass die Frauen, die sich das Kopftuch in der Öffentlichkeit herunterreißen, auch oft frenetischen Beifall von Männern ernten. Ich finde es sehr schade, und die Kollegin Renate Alt hat ja gerade eigentlich sehr stark für unseren Antrag gesprochen, dass es heute an vielen Stellen, obwohl wir uns eigentlich in der Bestandsaufnahme ja einig sind oder einig sein müssten, dass es von einigen hier so parteipolitisch missbraucht wurde an dieser Stelle. Und gerade von dem, der am lautesten zwischenruft, früher hat man mal gesagt, der getroffene Hund bellt, Herr Trittin, genauso ist es leider, dass gerade Sie wirklich nur Reden zur Parteipolitik gehalten haben, weil für uns natürlich, weil es auch die Kollegin Lamia Kador vorhin angesprochen hat, dass wir in der Union Begriffe wie feministische Außenpolitik, wie der Teufel das Weihwasser scheuen würden. Also erstens mal hat es mein Kollege Czuworek wohl auch erwähnt, zweitens mal können wir auch feministische Außenpolitik auch so oft sagen, wie Sie es hören wollen. Nur der Punkt ist doch, er muss mit Leben erfüllt werden. Das ist doch das Entscheidende an dieser Stelle, Frau Kador. Und für mich ist die Situation der Frauen im Iran der Lackmustest für diese feministische Außenpolitik, weil nur Worte reichen eben nicht, sondern es müssen dann eben auch Taten folgen an dieser Stelle. Und ich gehe noch weiter. Es geht nicht nur um feministische Außenpolitik. Es geht um wertegeleitete Außenpolitik für unser Land, weil selbstverständlich für uns die Menschenrechte universell sind, nicht verhandelbar sind. Und gerade Sie beide haben das leider Gottes etwas zu parteipolitisch gemacht hier. Und deswegen hätte ich mich gefreut, wenn von den Grünen heute nicht die drei oder die zwei Redner benannt wurden, der Kollege danach ging ja einigermaßen, sondern wenn auch die Außenministerin, wenn die Frau Außenministerin Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Nein. Wenn auch die Außenministerin, die das nicht so parteipolitisch gemacht hätte, heute hier gesprochen hätte, wäre sicherlich der Sache dienlicher gewesen an dieser Stelle. Ich würde mich freuen, wenn wir einfach genauso konsequent vorgehen, wie uns andere Länder das vormachen. Es wurde vorhin erwähnt, die Vereinten Nationen haben den Iran wegen des brutalen Vorgehens gegen die Protestbewegung im Land aus der UN-Frauenrechtskommission geworfen, auch auf Antrag der USA. Die USA und Kanada haben die Schergen der Revolutionsgarde auf ihren Listen terroristischer Organisationen. Und auch wenn sie dauernd dazwischenrufen, es wusste schon Cato, ja, ceterum censeo, wir müssen es einfach immer und immer wieder fordern, weil wir uns einfach wünschen, für die Menschen im Iran, für die Frauen, für die mutigen Männer, dass endlich auch diesen Worten Taten folgen. Weil der Mut, hier zu stehen oder draußen vom Brandenburger Tor zu Demonstrationen zu gehen, das ist doch für uns alle total billiger Mut. Natürlich machen wir das. Aber es ist in unserem Land ganz wichtig, dass eben dann auch diese Taten kommen. Und ich finde es schade, dass außer dem Kollegen Kaveh Mansouri von der SPD, der der Einzige war, der mal einen konkreten Vorschlag von der Ampel gemacht hat, der Einzige in dieser ganzen Debatte, vielen herzlichen Dank an Sie für Ihre Rede, dass da einfach zu wenig kommt, und zwar von allen drei Fraktionen. Sie haben jetzt die Chance, alle unserem Antrag zuzustimmen, der ein sehr, sehr guter Antrag ist und der überall auch Gehör würde finden würden. Aber ich kann auch alle noch mal auffordern, Netzwerke zu nutzen, auch unseren Schwestern und Brüdern im Iran mit unseren Reden, mit unserem Handeln, aber auch eine Botschaft der Hoffnung zu schicken. Ich würde mich auch freuen, wenn viele noch auch Patenschaften übernehmen. Und vor allem wäre es auch ganz wichtig, wenn wir noch über Weihnachten hinaus es auch immer wieder aufrechterhalten können, weil sobald wir wegschauen, sterben Menschen. Wir wollen nicht wegschauen, deswegen auch dieser Antrag, auch in der Kernzeit heute. Bitte unterstützen Sie unseren Antrag gegen das Regime für die Menschen im Iran. Vielen Dank.
Für eine Kurzintervention erhält das Wort die Kollegin Luise Amtsberg von Bündnis 90 Die Grünen. Ich entschuldige mich beim Kollegen Frank Schwabe, dass er kurz noch warten muss. Ich habe versucht, Zwischenfragen zu stellen bei allen Rednerinnen und Rednern der Unionsfraktion und wurde leider nicht zugelassen. Deshalb jetzt hier meine Intervention an dieser Stelle. Sie kritisieren sehr viel, vor allen Dingen, dass Ihnen viele Reaktionen zu spät kamen, dass es zu wenig ist und dass es zu langsam ist. Und ich finde, gute Oppositionspolitik, und da können Sie sich ja auch von uns was anhören, weil da haben wir Erfahrung mit, ja, lebt auch davon, dass man bestimmte politische Handlungen in eine gewisse Verhältnismäßigkeit rückt. Und deshalb möchte ich das an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Zu große Zurückhaltung. Wir haben 2019 im Iran Proteste gehabt, die Hunderten von Menschen das Leben gekostet haben. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Sie nicht weggeguckt haben und es ignoriert haben. Ich bin mir sogar sicher, dass Sie rausgegangen sind und überlegt haben, was können wir eigentlich gegen das Regime im Iran machen, was können wir gegen die Revolutionsgarden machen, und trotzdem sind Sie nicht gelistet worden. Ja? Wir wären wahrscheinlich heute an einer anderen Situation. Aber ich unterstelle Ihnen mal, dass es nicht Ignoranz war, sondern dass Sie genau wissen, wie kompliziert dieses Verfahren ist und dass man es eben nicht in einer politischen Willensbekundung einfach in die Welt pusten kann oder, Herr Hart, einfach Gesetze ändern kann, die dazu führen, dass das einfach mal im europäischen Kontext nicht mehr so rechtsstaatlich geregelt wird. Es braucht juristische Grundlagen, valide Grundlagen, die am Ende auch zu Erfolg führen. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist doch, wenn so ein Verfahren, so ein Versuch schief geht, das würde doch keinem Rechtsstaat der Welt helfen. Und da weitergehend wegen zu langsamen Reaktionen. Ja? Ich meine, es ist ja nicht so, dass das nicht geprüft wird. Auch die Sanktionen werden immer wieder auf den Prüfstand gestellt. Sanktionen, die auch Sie versucht haben, nach 2019 auf den Weg zu bringen, die im Übrigen für ihre Implementierung 2 Jahre gebraucht hat. Annalena Baerbock hat mit täglicher Präsenz in der Welt und auf internationaler Ebene es geschafft, das erste Paket in 4 Wochen auf den Weg zu bringen. Wir müssen mal über Verhältnismäßigkeit hier reden an dieser Stelle. Und die gesamte internationale Gemeinschaft nach Genf zu holen und dort noch einen großen Teil nicht nur hinter sich zu bringen, sondern eine Resolution, nicht nur eine Resolution, sondern eine starke Resolution auf den Weg zu bringen. Das ist der Erfolg dieser Bundesregierung, und wir würden uns wünschen, dass Sie aufhören würden, auf dem Rücken der vielen, danke, auch ernstzunehmenden und wirklich auch nachvollziehbaren Gefühle der Iranerinnen und Iraner in der Diaspora, das zu instrumentalisieren, die feministische Außenpolitik zu instrumentalisieren. Denn auch in Afghanistan gehen Frauen auf die Straße. Auch in der ganzen Welt wird feministische Außenpolitik großgeschrieben. Das müssen Sie auch hier an dieser Stelle mal zur Kenntnis nehmen. Frau Kollegin Beer, Sie wollen antworten. Liebe Frau Kollegin Amtsberg, es tut mir. Liebe Frau Kollegin Amtsberg, zunächst mal. Jetzt müsste es funktionieren. Ich fange noch mal an. Liebe Frau Kollegin Amtsberg, zunächst mal bedauere ich sehr, dass Ihnen von Ihrer Fraktion keine Redezeit gegeben wurde, weil Sie anscheinend jetzt noch mal länger gesprochen haben als die Redner vorher. Und ehrlicherweise, bei den vielen Minuten, wo Sie sehr viel geredet haben und nichts gesagt haben, sind trotzdem 2 Dinge bemerkenswert. Erstens mal in einer Situation, wo jeden Tag Menschen hingerichtet werden, zu sagen, wir müssen über Verhältnismäßigkeiten reden, ist indiskutabel, unmöglich. Und das Zweite zu sagen, wir waren schnell, wenn es 10 Tage dröhnendes Schweigen gegeben hat, dann sage ich, das war nicht schnell, das war zu langsam, das wissen Sie auch. Ihre Kollegin hat vorhin dazwischen gerufen, das haben Sie jetzt schon so oft gesagt, ja, und wir werden es auch wieder und wieder sagen, weil wir nicht zulassen, dass wir länger abwarten, auch als Opposition, weil wir unsere Arbeit ernst nehmen. Wir hören jeden Tag von Frauen, die sterben, von Männern, die sterben, von Kindern, denen ins Gesicht geschossen wird, und deswegen erwarten wir, und das können auch die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass diese Regierung schneller handelt. Letzter Redner in dieser Debatte ist Frank Schwabe für die SPD-Fraktion. Frau Vorsitzende, verehrte Damen und Herren, was ist das für ein Regime, das die eigenen Kinder umbringen lässt? Und ich meine, das muss man sich immer klar machen. Während wir hier debattieren, sitzen Menschen in Zellen und wissen nicht, ob sie in Kürze gehängt werden. Junge Menschen, die nichts anderes wollen als ihre Freiheit. Es ist heute deutlich geworden in der Debatte, dass dieses Regime, ich glaube, das ist die Einigkeit in großen Teilen dieses Hauses, längst jede Legitimation verloren hat. Und auch wenn die Demonstrationen nicht mehr so stattfinden können, weil sie dramatisch und drastisch unterbunden werden,
Wir sehen die Proteste, wir sehen, dass Geschäfte geschlossen sind, wir sehen, dass Künstlerinnen und Künstler sich weigern, weiterhin zensiert Filme zu zeigen oder Bücher zu veröffentlichen. So herzzerreißend das alles ist, am Ende wird in der Tat die Veränderung nur aus dem Land selbst kommen können. Aber wir können helfen. Wir können helfen, indem wir den Protest, den es gibt, sichtbar machen, indem wir aufklären, indem wir den Resonanzboden schaffen für Menschen, die protestieren, weltweit, im Iran, in europäischen Ländern und auch in Deutschland. Es sind Frauen in Deutschland, beispielsweise wie Düzen Tekel und Natali Amiri, die hier diesen Protest bündeln in Deutschland. Und wir können versuchen, das Ganze ins Parlament zu bringen. Wir können versuchen, das Brandenburger Tor erstrahlen zu lassen, um genau diesen Protest deutlich zu machen. Frau, Leben, Freiheit, Jin, Jian, Azadi. Oder wir können es machen, und das ist vielfach gesagt worden, indem wir Patenschaften übernehmen. Und das machen wir. Viele Patenschaften. Wir wollen morgen, ich will das mal sagen, für alle die, die da noch sich beteiligen wollen, das auch demonstrieren, indem wir uns vor dem Parlament treffen und alle diejenigen bitten, die eine Patenschaft übernommen haben, dort morgen auch entsprechend dabei zu sein. Das sind wir nicht alleine in Deutschland, sondern es sind viele europäische Länder, es sind in Deutschland viele Länderparlamente, wo entsprechend solche Patenschaften übernommen werden, weil das ist das, was wir machen können, sichtbar zu machen, wer gerade vom Tode bedroht ist, und uns solidarisch mit den Menschen zu erklären. Und wir können die Debatte ins Parlament bringen. Und das ist das, wo ich sagen würde, das ist das Verdienst dann auch der Union, weil Sie haben ja den Punkt, haben Sie auch gesagt, heute entsprechend aufgesetzt. Aber ich will es dann vielleicht noch mal versuchen, Frau Bär, weil Sie versucht haben, das ja auch versöhnlich zu machen. Wir können ja die Einigkeit herstellen, dass wir alle wollen, dass die Revolutionsgarden verboten werden. Und wir können aber doch auch die Einigkeit herstellen, indem wir deutlich machen, dass es diese Bundesregierung, die wirklich versucht, alles zu tun, um den Iran auch zu isolieren und entsprechend den internationalen Protest zu organisieren. Ich glaube, der deutsche Botschafter im Iran ist häufiger im iranischen Außenministerium als in der Botschaft im Iran. Das macht doch deutlich, was Deutschland da tut. Der UN-Menschenrechtsrat und die Aktivitäten dort sind entsprechend beschrieben worden. Und deswegen bitte, lassen Sie uns das doch dann so machen, dass wir diesen Popanz nicht aufbauen, indem Sie irgendwie sagen, wann jemand was getwittert hat oder nicht getwittert hat. Es ist doch absurd, dieser Bundesregierung zu unterstellen, dass sie im Rahmen der Menschenrechtspolitik nicht ausreichend unterwegs ist. Und wenn diese Debatte wirklich am Ende zu was dient, über die Frage des Iran hinaus, dann ist es in der Tat, und das begrüße ich ja, dass sie sich öffnen für die Begrifflichkeit der feministischen Außenpolitik. Vielleicht am Ende dann auch noch mal in der richtigen Begrifflichkeit. Man kann das alles nachlesen bei Margot Wallström. Die war nämlich diejenige, die das Ganze mal entwickelt hat als eine Außenpolitik, die nicht nur auf Frauen, auch auf Frauen, aber nicht nur auf Frauen guckt, sondern den Menschen, die marginalisiert sind, bisher in auswärtiger Politik eine neue Stimme verleiht. Das sind zum Beispiel auch Indigene und viele andere mehr. Und wenn wir jetzt uns darauf einigen, dass wir diesen Begriff auch benutzen, weil er ein fortschrittlicher Begriff ist, weil er dazu führt, Außenpolitik anders zu betrachten und anders zu diskutieren, dann ist diese Debatte zumindest schon mal für etwas gut. Verehrte Protestierende im Iran, wir hören euch. Das ist, glaube ich, die Botschaft, die auch von dieser Debatte heute noch ausgeht. Und wir müssen alles tun, damit diese Proteste weiterhin gehört werden können, auch von denjenigen, die in Europa, die in Deutschland unterwegs sind. Und mich besorgt sehr die Berichte darüber, dass Menschen in Deutschland bedroht werden. Iranerinnen und Iraner aus dem Exil, aber auch andere, die sich hier organisieren, die hier organisierten Protest auch auf die Straße bringen, in die sozialen Medien bringen, werden bedroht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass auch das Signal ausgeht. Die deutschen Sicherheitsbehörden gucken ganz genau hin. Wir werden uns ganz genau angucken, dass diese Menschen frei in Deutschland agieren und protestieren können. Ich könnte zum Ende dieser Debatte Dutzende und Hunderte Namen nennen. Ich will Leila Hossein Sadeh nennen. Das ist nämlich diejenige, für die ich eine Patenschaft übernommen habe. Leila ist studentische Aktivistin. Sie ist vielfach inhaftiert gewesen in den letzten Jahren. Und sie hat eine schwerwiegende Autoimmunerkrankung. Deswegen ist sie eigentlich haftunfähig. Sie sitzt aber seit dem August wieder in Haft im Iran. Und sie hat erst in den letzten Tagen es geschafft, eine Audiobotschaft nach außen senden zu können, die deutlich macht, wie schwer krank sie ist und wie bedroht sie entsprechend ist. Deswegen ist unsere Forderung auch hier von heute aus dem Deutschen Bundestag, von diesem Rednerpult: Lassen Sie Leila Hossein Sadeh und all die anderen
die nichts anderes tun, als für die Freiheit einzustehen, frei. Dieser Bundestag verneigt sich vor den Protestierenden, denjenigen, die jetzt für Freiheit und Leben, ihr Leben aufs Spiel setzen. Frau Leben, Freiheit, Jinjiang Azadi. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Iranische Protestbewegung entschlossen unterstützen den Testfall einer frauenorientierten Außenpolitik zum Erfolg machen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 4775 den Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 3930 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist die Linke, SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und die AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU-CSU. Enthaltung? Keine. Dann ist die Beschlussempfehlung angenommen. Ich komme zurück zu Tagesordnungspunkt 8a und verlese Ihnen das Protokoll des von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelten Ergebnisses der namentlichen Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme und zur Änderung weiterer Vorschriften. Drucksachen 204683 und 204911. Abgegebene Stimmkarten 662. Mit Ja haben gestimmt 372. Mit Nein haben gestimmt 257. Enthaltungen 33. Der Gesetzentwurf ist somit angenommen. Ich komme nun zu Tagesordnungspunkt 8b. Abstimmung über den von den Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurf zur Einführung einer Strompreisbremse und zur Änderung weiterer energierechtlicher Bestimmungen. Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 4915 den Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP auf Drucksache 4685 in der Ausschussfassung anzunehmen. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 4917 vor, über den wir wie gewohnt zuerst abstimmen. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das sind alle übrigen Fraktionen. Wer enthält sich? Keiner. Dann ist der Änderungsantrag abgelehnt. Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das ist die SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU-CSU. Wer enthält sich? Die Linke und die AfD. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Entschuldigung, Enthaltung ist keine. Nee. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Hatte ich schon? Ach so, na gut. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP haben namentliche Abstimmung verlangt. Unmittelbar nach Eröffnung der namentlichen Schlussabstimmung stimmen wir noch über eine Entschließung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie sowie über zwei Entschließungsanträge ab. Die Abgeordneten im Saal bitte ich, hier zu bleiben. Die Abstimmung erfolgt wieder in der Westlobby und Sie haben wieder 20 Minuten Zeit. Schriftführerinnen und Schriftführer haben ihre Plätze schon eingenommen. Dann eröffne ich die Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Das bevorstehende Ende wird Ihnen wie gewohnt bekannt gegeben. Das wird dann um 12.54 Uhr sein. Wir setzen die Abstimmung zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie auf Drucksache 4915 fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung, eine Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist die Linke. Die SPD weiß noch nicht so genau. Doch. Die Linke, SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Wer stimmt dagegen? Die CDU, CSU und die AfD. Enthaltungen keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen.
Wir kommen zur Abstimmung über die Entschließungsanträge. Entschließungsantrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 19/18. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Die CDU-CSU. Wer stimmt dagegen? Das ist die SPD, Bündnis 90 Die Grünen und die AfD. Wer enthält sich? Die Linke. Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Entschließungsantrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 19/19. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Das ist die AfD. Wer stimmt dagegen? Sind alle übrigen Fraktionen. Wer enthält sich? Keiner. Der Entschließungsantrag ist somit abgelehnt.